Isabel Daniel, das Interview der Politinsiderin. Es brauche keine Neuwahlen, aber gleichzeitig könne Sebastian Kurz nicht mehr Bundeskanzler bleiben, sagt Beate Meindl-Reisinger, die Chefin der NEOS, die ich jetzt per Zuschaltung begrüßen kann. Hallo Beate Meindl-Reisinger. Schönen guten Tag. Es sind wirklich spannende, brisante Zeiten nach diesen doch einmaligen Hausdurchsuchungen im Bundeskanzleramt gegen die engsten Vertrauten auch von Sebastian Kurz. Warum soll es Ihrer Meinung nach keine Neuwahlen geben? Nun, der Bundeskanzler der Republik Österreich, Sebastian Kurz, und sein engstes Team des türkisen Machtzirkels, die sind im Zentrum von Korruptionsermittlungen. Es ist nicht der Nationalrat, nicht die direkt gewählte Volksvertretung, die im Zentrum von Korruptionsermittlungen steht. Der Nationalrat, die Volksvertretung ist handlungsfähig. Warum sollte sich der Nationalrat auflösen, wenn ein Bundeskanzler Korruptionsvorwürfe sozusagen am Tisch liegen hat? Das sehe ich nicht ein. Aber Sie sind der Meinung, Sebastian Kurz als Bundeskanzler, als Regierungschef ist untragbar? Ich sage immer, für die Person gilt die Unschuldsvermutung. Das ist ein wesentliches Prinzip unseres Rechtsstaats. Aber es gibt eine politische Verantwortung, es gibt die Würde eines Amts. Und in der Demokratie muss man das Amt und die Person trennen und auch über die Amtsfähigkeit sprechen. Und die ist definitiv nicht gegeben. Er schadet in diesem Amt unserem Ansehen, dem Ansehen unseres schönen Landes im Ausland. Er schadet dem Vertrauen der Menschen in die Politik. Es geht um sehr schwerwiegende Vorwürfe. Es geht ja um Vorwürfe des Machtmissbrauchs, des Missbrauchs auch der Position, des Missbrauchs von Steuergeld, um Menschen zu manipulieren, um öffentliche Meinung zu manipulieren. Und da kann man nicht zur Tagesordnung übergehen, so jemand hat im Amt eines Bundeskanzlers nichts verloren. Das dürften ja die Grünen schon ähnlich sehen. Die haben ja auch erklärt, dass die Amtsfähigkeit offenbar nicht mehr gegeben sei und wollen jetzt Gespräche mit den übrigen Parteien führen. Haben Sie schon eine Einladung erhalten und mit welcher Position gehen Sie in diese Gespräche? Es geistert ja jetzt auch eine Konzentrationsregierung herum. Ich habe gestern sehr klar gesagt, dass das der Tag Null sein muss eines neuen Österreichs, dass wir einen Neustart brauchen in der Politik und wirklich eine saubere Politik bringen und übrigens auch aufräumen mit der Inseratenkorruption in unserem Land. Und dazu braucht es Gespräche aller konstruktiven Kräfte. Ich habe gestern gesagt, ich reiche die Hand allen Menschen, allen Medien, die konstruktiv an einer besseren Zukunft arbeiten wollen, aber selbstverständlich auch allen Parteien. Mhm. Und Werner Kogler und die Grünen gehen offensichtlich auf dieses Angebot auch ein, beziehungsweise machen ihrerseits ein Gesprächsangebot, das ich sehr gerne auch annehmen möchte. Wir müssen zusammenarbeiten, um einerseits für Aufklärung zu sorgen, andererseits aber auch für eine stabile, aber zukunftsfähige und saubere Regierung. Sie kennen ja auch die ÖVP gut. Halten Sie es für wahrscheinlich, dass die ÖVP jetzt sagt, na gut, dann soll Sebastian Kurz und sein engstes Umfeld gehen und es kommt ein anderer Parteichef? Oder glauben Sie, dass die ÖVP dann eher in Neuwahlen gehen will? Schauen Sie, das müssen Sie, glaube ich, die ÖVP fragen. Ich glaube, in so einer Stunde müssen wir uns alle wirklich fragen, was ist gut für unser Land. Es geht nicht darum, die Zukunft einer Partei zu kämpfen oder die Zukunft einer Person zu kämpfen, sondern sich tatsächlich die Frage zu stellen, was brauchen die Menschen? Die brauchen nämlich wieder Vertrauen in die Politik. Und was braucht die Zukunft unseres Landes? Und da haben wir sehr viel gesehen, was es nicht mehr braucht. Definitiv keinen Machtmissbrauch mehr, definitiv nicht mehr den Versuch, öffentliche Meinung über Medien zu kaufen und definitiv nicht den Missbrauch einer Macht, egal von welcher Person, in welcher Stellung, sei es indem er in die Steuerkasse greift oder sexuelle Belästigungen macht. Damit muss Schluss sein, wir brauchen einen Neustart. Das heißt, was soll jetzt aber konkret passieren? Was ist dieser Neustart? Dieser Neustart bedeutet, dass alle konstruktiven Kräfte sich zusammensetzen und schauen, wie wir gemeinsam zu einer tragfähigen Lösung kommen. Daran arbeiten wir, daran werden offensichtlich auch die Grünen arbeiten. Wir stehen bereit dazu. Das ist unser Teil, Verantwortung zu übernehmen für unser Land. Gut, dann bedanke ich mich herzlich für das Gespräch. Dankeschön. Danke vielmals. Danke. Danke.